Herzlich willkommen bei Brennenden Munder. Wir wenden uns heute zu einem Sternentstehungsgebiet zu, was Tarantelnebel genannt wird. Oder auch 30 Dorados, ist ein anderer Name. Er befindet sich in der Großen Magellanschen Wolke. Die Große Magellanschen Wolke ist ein Nachbargalaxie der Milchstraße. Es ist ein heller Emissionsnebel, befindet sich im Sternbild Schwertfisch und ist eines der größten Sternentstehungsgebiete in der lokalen Gruppe. Die lokale Gruppe ist ein Galaxienhaufen, wo auch die Milchstraße und die Andromeda-Galaxien alles immer dazu befindet. Er ist 179.000 Lichtjahre entfernt und trotz dieser großen Entfernung kann es mit einem kleineren Fernrohr beobachtet werden. Entdeckt wurde es im Jahre 1751 von Nicolas Louis de Laquelle. Das war ein Astronom. Im Zentrum von diesem Tarantelnebel, also ein Emissionsnebel, ist er eigentlich ein astronomischer Nebel, was Licht emittiert. Und es muss auch eine Ursache haben, warum es emittiert. Und im Zentrum von diesem Tarantelnebel befindet sich ein Sternhaufen mit dem Namen R136. Das regt den gesamten Nebelkomplex zum Leuchten an. Und in diesem Sternhaufen befindet sich der massenreichste bekannteste Stern, R136A1 mit 250 Sonnenmassen. Ursprünglich ging man sogar von 2000 Sonnenmassen aus, aber hat bestätigt, dass es etwa 250 sind. Das ist der Grund, warum ich ein Video zu diesem Thema gemacht habe. Danke fürs Zuschauen und bis beim nächsten Mal.